So sollte das im besten Fall wirklich nicht aussehen. Heute soll es um die Aufnahme von neuen Menschen in eine Selbsthilfegruppe gehen, denn naja, ohne Menschen keine Gruppe, also erst die Menschen machen die Gruppe. Und wie das gut gelingen kann, das schauen wir uns heute an. Die Motive dafür, ein neues Mitglied in eine Gruppe aufzunehmen, können ganz unterschiedlich sein, ja, so wie auch jede Gruppe ganz unterschiedlich ist und auch die ganzen Mitglieder, die in dieser Gruppe sind. Jede Gruppe hat ihre eigene Arbeitsweise, ihre eigenen Regeln, ihren eigenen Gruppenablauf, eigenen Werte und Umgangsformen. Als neues Mitglied treffe ich da auf eine zusammengewachsene Gruppe und muss mich natürlich erstmal einleben. Genauso kommt aber auch Bewegung in die Gruppe. Das kann einerseits als störend empfunden werden. Immer diese neuen Ideen. Kann aber genauso auf der anderen Seite ja auch ein frischer Wind sein, der neue Ideen in die Gruppe bringt. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. In diesem Video möchte ich euch ein paar Anregungen geben, wie ihr Mitglieder bzw. neue Mitglieder gut in eine Gruppe integrieren könnt. Ja, bevor ihr wen Neues in eure Gruppe aufnehmt, da könnt ihr schon einiges klären für euch. Zum Beispiel, wann und wie oft wollen wir neue Mitglieder in die Gruppe aufnehmen? Soll das bei jedem Treffen sein? Vielleicht nur einmal im Monat? Vielleicht zu einem ganz bestimmten Termin? Oder vielleicht auch erst, nachdem wir ein Vorgespräch mit ihnen geführt haben? Ihr seht, es gibt da ganz unterschiedliche Wege und auch jede Gruppe handhabt es anders. Also findet da euren Weg, wie es für euch passend erscheint. Weiter wichtig sind auch unsere Erwartungen an die Neuen, also in der Gruppe. Was erwarten wir denn eigentlich von denen? Denn ja, so eine Integration in die Gruppe kann nur gelingen, wenn auch alle wirklich dafür bereit und offen sind, wen Neues auch in die Gruppe zu lassen. Also wie stehen wir in der Gruppe eigentlich dazu? Was erwarten wir von Neuen? Ist das realistisch? Und sollen sich Neue komplett in die Gruppe integrieren oder gestehen wir denen auch eine eigene Entwicklung und eigene Erfahrungen zu? Wichtig ist auch die Frage, ist es aktuell sinnvoll für uns, jetzt neue Menschen in unsere Gruppe aufzunehmen? Denn es kann auch Situationen geben, wo es das eben nicht ist. Da ist es völlig legitim, erstmal für Stabilität zu sorgen, denn letztendlich ist damit niemandem geholfen. Nicht der neuen Person, die in so einen Konflikt reinkommt, und auch nicht der Gruppe, die ja auch einen ungelösten Konflikt hat. Und genauso, wenn jemand aus der Gruppe sich unzufrieden fühlt, weil vielleicht jedes Mal jemand Neues dabei ist und man selber dann zu kurz kommt, da auch gar nicht genügend Zeit hat, über sich zu sprechen, oder vielleicht ja, sich auch gehemmt fühlt, offen zu sprechen, weil diese neue Person kenne ich ja noch gar nicht so gut. Wenn die Gruppe sich überfordert fühlt, hilft es wirklich niemandem was. In so einem Fall könnt ihr auch gerne bei der KISS nachfragen, ob es vielleicht eine andere Gruppe gibt, die das gleiche Thema hat, wo dann jemand Neues auch dorthin gehen könnte. Oder ob vielleicht auch eine Möglichkeit ist, eine ganz neue Gruppe ins Leben zu rufen. Ihr seht, es ist völlig okay, eine Gruppe für eine Zeit mal zu schließen und niemanden aufzunehmen. Genauso wie zu sagen, hey, Neue, kommt her, wir nehmen euch alle auf. Wichtig ist, ihr als Gruppe gemeinsam entscheidet das. Ja, also sprecht darüber und überlegt, in welcher Situation seid ihr gerade, was ist für euch der richtige Weg. Zweitens, das Kennenlerntreffen. Nach der Vorbereitung steht es irgendwann an, das erste Kennenlernen. Bei diesen Treffen geht es dann vor allem darum, ja, wie es schon sagt, sich erst einmal gegenseitig kennenzulernen, das neue Mitglied kennenzulernen und auch der Person zu ermöglichen, die Gruppe kennenzulernen und vor allem auch darum, ja, ob dann dieses neue Mitglied wiederkommen möchte. Je transparenter die Arbeitsweise einer Gruppe ist, desto besser kann sich so eine neue Person sich im Vorfeld schon darüber informieren und überlegen, passt die Gruppe und passt diese Arbeitsweise für mich. Der Empfang. Wer übernimmt die Begrüßung und die Einführung? Gibt es eine erste Ansprechperson, vielleicht auch über die erste Zeit hinweg, an die sich so eine neue Person wenden kann? Welche Absprachen gibt es auch, um jemand Neuem den Einstieg in die Gruppe zu erleichtern und spüren zu lassen, dass die Person auch willkommen ist? Zum Beispiel wird ein Stuhl freigehalten. Wie ist es beim Ablauf vom Treffen? Wie viel Zeit wird fürs Kennenlernen reserviert? Wie bekommt das neue Mitglied die Info, wie unser Gruppentreffen überhaupt abläuft? Also wer zum Beispiel Moderatorin ist, wie wir Themen finden und wie unsere Gruppenregeln sind. Geben wir der Person auch genug Raum und Zeit, dass sie sich selbst öffnen können? Oder erdrücken wir sie direkt mit unseren ganzen Anforderungen? Am Ende kann es hilfreich sein, dann nach der Sitzung zu fragen, ob diese neue Person glaubt, dass die Gruppe für sie unterstützend sein könnte und ob sie eine Idee hat, was den Besuch vielleicht erleichtern könnte. Drittens,
die Neuen selbst. Ja, natürlich hängt auch die Aufnahme von neuen Mitgliedern auch von den Neuen selbst ab. Nicht nur von der Gruppe, sondern natürlich auch von den Neuen. Das sind ja immer zwei Parts, die zusammenkommen. Welche Erwartungen werden mitgebracht von dieser neuen Person und können die von der Gruppe abgedeckt werden? Wie ernst ist es der eigenen Person, die eigene Situation zu verändern? Passt eine Selbsthilfegruppe oder speziell diese Selbsthilfegruppe für mich überhaupt? Da kann es sinnvoll sein, zu unserer Erfahrung nach schon ein paar Mal hinzugehen, 2 bis 3 Mal sich das mal anzuschauen, weil jedes Mal unterschiedliche Themen, unterschiedliche Menschen da sein können und so auch jedes Gruppentreffen ein bisschen anders verläuft als das vorherige. Also ein paar Mal hingehen, bevor man dann für sich entscheidet, passt es oder passt es nicht. Wie nehmt ihr neue Personen in eure Gruppe auf und welche Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Thank you.